Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Invisible Hours. Ja, wir sind jetzt bei Flora White stehen geblieben und ja, schauen mal, was die Liebe in den Zwischenzeiten hier gemacht hat. Und dann müssen wir noch Gustav machen. Ich bin gespannt. Weshalb sind Sie auf der Suche nach dem Butler? Ich hatte Hunger. Und Victor Mandy, ich dachte, er war's. Ich werde mit jedem sprechen. Warum haben Sie gelogen, Detective? Das habe ich nicht. Sie waren unehrlich. Das Einzige, was zählt, ist, den Mörder zu Ich finden. will wissen, mit wem ich hier festsitze. Warum haben Sie uns alle angelogen? Weil ein echter Detective keine Fehler macht. Jeder macht mal Fehler. Sie sehen aus, als bräuchten Sie einen Drink. Ich weiß, wo der gute Whisky steht. Nein. Nein. Auf mich wartet Arbeit. Wer, glauben Sie, hat Mr. Tesla getötet? Dafür ist es noch zu früh. Aber ich habe einen Verdacht. Wen? Mr. Addison! Oi. Sie denken Addison. Los. Ich sehe mich im Haus um. Irgendwie verschwimmen gerade die Buchstaben ein bisschen. Oh, das geht also. Mr. Swan. Endlich. Kann ich Sie sprechen? Ja, das kennen wir ja. Bis zu dem Moment, wo Sie ja Sie dann. Sie müssen uns verlassen. Das werde ich. Später. Gehen Sie. Mr. Tesla wollte Sie hier nicht. Er ist tot. Lassen Sie das Theater. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Der Verfolger. Na gut. Na, was ist denn jetzt los? So, hier kann ich zurück. Ich würde aber gerne vorspulen. Genau, jetzt habe ich es wieder. Das haben wir ja alles schon durch. Wir wissen ja, wer Tesla umgebracht hat. Könnte man das alles nicht so ein bisschen schneller? Ah, okay. Sommer. Weshalb hüten Sie das Geheimnis eines Toten? Weil ein guter Mensch das machen würde. Komm, weiter, 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 Mädchen. So, sie geht wieder hier runter. Wegen der Kombination, die sie ja von ihm gekriegt hat. Und da erfährt sie ja dann, dass die Kombination irgendwie nicht stimmt oder dass es noch eine zweite Tür gibt. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Dauert schon wieder ein bisschen was. Ist schon wieder ein bisschen was her, seitdem ich hier war. Hä? Sie hat überhaupt keine Kombination eingegeben. Mademoiselle? Nein! Nein! Mister? Der verlogene Mistkerl! Hä? Wo geht sie denn jetzt hin? Ach, da. Irgendwie ging das jetzt nicht.
Aber sie hat überhaupt keine Kombination eingegeben. Aber... und die Pistole ist hängen geblieben. Hochala, Moment, ich will auch noch raus. Aus dem Weg! Wohin wollen Sie? Ich werde allen die Wahrheit sagen. Nein, warum? Sie wussten, die Tür geht nicht auf. Sie haben gelogen. Unterschätzen Sie mich nicht. Warten Sie, ich weiß, was passiert ist. Es gibt ein zweites Schloss. Ein zweites? Ja, es ist elektromagnetisch. Ja, genau. Und dann hieß es ja, wir müssen ja nach unten, nach draußen gehen und da die Sachen dann da fertig machen. Genau. Bis dahin waren wir auch noch. Das haben wir auch mitgekriegt. Ja. Na, haben. Nein. Genau, das haben wir auch noch mitgekriegt. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so viel, bei dem wir sie nicht mit angesehen haben. Aber wir wollen ja trotzdem alles voll kriegen. Genau, da wurde er geschlagen. Und so langsam wieder im Bilde. So. Vor dem Schlag in mein Gesicht. Wir folgen ja jetzt ihr eigentlich, nicht ihm. Los, tun Sie, was ich gesagt habe. Ich muss in diesen Raum. Tja, ich muss das hier erstmal verarzten. Meine Geduld ist am Ende. Ich erzähle alles. Mir reicht's. Ihnen reicht's. Das haben wir auch. Genau, das ist ja die Stelle, wo er dann das Messer die ganze Zeit in der Hand hält. Ja, ja. Ich glaube, dann ist aber auch Ende. Von ihr konnte man nicht mehr so... Und von diesem Gustav war ja eigentlich im Prinzip ja auch nicht mehr so viel zu sehen. Ich Angst hatte, genau, bla 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 bla. Danke. So, danke, sagt sie. Ah, Ende Kapitel 2. Schön. So. Das heißt, die haben wir jetzt auch perfekt. Voll. Voll. Ja gut, der liegt ja da die ganze Zeit rum, ne? Oder etwa nicht. Ha! Man könnte Tesla beobachten? Das... Hä? Warum glaube ich das irgendwie nicht? Ich wüsste das, ich mache jetzt erstmal Kapitel 2 zu Ende und dann versuche ich das mal mit dem Tesla. Wir haben ja jetzt noch Gustav, da haben wir jetzt alles schon. So, der brauchen wir ja nur noch hier anfangen, um das fortzusetzen. Weil alles andere hatten wir ja gesehen. Mandy? Muss Tesla verfolgen. Für mein ganzes Leben lang. So, Tesla, ich bin bei dir. Also vielleicht. Vielleicht. Lebt der Typ vielleicht noch? Ach, er Hallo? Riecht das nur. Ich sag ja. Brennt hier etwas? Nö. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich rieche Rauch. Wenn Sie es nicht waren, dann sagen Sie, wer wollte mich vergiften? Kriegt er das nicht mit? Dass die da so nah labern?
Ja, Feuer, Feuer, Feuer. Genau, da brennt das Bild. Das hatten wir noch, ja. Wem gehört das? Genau, das ist die Schrift von Dingens, bla bla bla. Von unten gerochen? Hab ich. Krass, war, finde ich auch. Welch feiner Geruchssinn. Mhm. Allerdings. Jetzt verfolge ich ihn weiter. Ich kriege das nicht zu fassen. Da steht auch nichts drauf. Auf jeden Fall nichts Wichtiges. Wo waren wir? Detective, ich möchte ehrlich sein. So, jetzt haben wir ihn auch das Stück noch runter begleitet. Können wir Tesla wirklich im ersten Kapitel noch begegnen? Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir es mal ausprobieren. Ich habe das die ganze Zeit außer Acht gelassen. Ob das überhaupt geht. Ja. Sehr schön. Wir haben alle komplett. Jetzt gucke ich wirklich Kapitel 1 nochmal. Nach. Oh, guck mal da. Wir haben ihn da noch nicht komplett. Sie auch nicht. Warte mal. So, wir gehen jetzt zu 1. Wir haben sie nicht komplett, wir haben ihn nicht komplett. Nur bis zu diesem Ding. Geht das überhaupt, dass ich jetzt da anfangen kann? Augustus Wenderberg, 5:49 Uhr. Das müsste jetzt... Ich versuch's mal, ne? Geben Sie mir. Kapitel 1. Tatsache, wir können wissen, was in Kapitel 1 bevor das alles. Oh. Okay. Nee. Er ist schon tot. Hast du irgendwas hier rausgeworfen? Nö. Okay, hätte ja sein können. Er tut ganz normal wischen. Aber Tesla ist schon tot zu dem Zeitpunkt. Der liegt da schon. Da hinten kommt er an. Tesla ist dann schon tot. Okay, pass auf, wir machen das jetzt mal. Ja, den habe ich jetzt nicht verfolgt. Wir fangen doch mal mit Tesla an. Der liegt dann da auch schon, ne? Der liegt doch dann da schon.
Der müsste schon hier liegen. Genau, der liegt schon hier. Alles klar. Gut, ich wollte es ja nur noch mal für mich bestätigt haben. Also können wir, dann bringt das wahrscheinlich auch nichts, jetzt hier zu gucken, was haben die davor gemacht, weil der Mord dann erst dann und dann. Ja gut, hier könnte man noch mal nachgucken, was hat sie dann und dann noch gemacht. Er noch da zwischenzeitlich. Sie und... Ich könnte sie noch ein bisschen... Die war die ganze Zeit dann in ihrem Zimmer, ne? Wäre ja Blödsinn, sie nochmal zu verfolgen, wenn sie sowieso die ganze Zeit bei grün war. Oder blau? Nee, grün. Und da habe ich ihn ja komplett, ne? Also gut. Ja. Okay, hier gibt es mehrere Stellen. Okay. Ich glaube, es bringt aber auch nichts, jetzt wirklich da jetzt erstmal nachzugucken. Pass auf, ich gehe jetzt als erstes. Ich würde ja bei ihm am liebsten anfangen, ne? Was da er da jetzt so zu. Obwohl ich eigentlich ganz gerne. Ich möchte ganz gerne hier bei ihm anfangen. Beim Victor Monde. Ja. Ich möchte bei ihm anfangen. Ich weiß, ich muss ihn jetzt wahrscheinlich erstmal wieder suchen, aber. Kapitel 3. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Oh nein! Ich muss hier irgendwo sein. Ach, wo war der denn zuletzt? Mein Gott, Leute. Wo war der zuletzt? Da. Go. Ich muss hier hin. Und jetzt will ich Kapitel 3. Genau, danke schön. Und fortsetzen, bitte. Kommen Sie. Oh, welch schicke Taschenuhr. Darf ich mal? Ein Geisterempfänger. Tesla sprach damit mit den Toten. Sie sagten, Sie haben jemanden verloren. Ich dachte, wir könnten ihn testen. Ma chérie, wir sind doch Freunde, oder? Würden Sie gern mit den Toten sprechen? Wie meinen Sie das? Sie wollen nicht allein sein. Mit mir. Ja, sie weiß ja jetzt, wer du wirklich bist. Kommen Sie. Das wird lustig. Victor hat eine Apparatur gefunden, mit der Tesla mit den Toten gesprochen hat. Funktioniert das? Finden wir es gemeinsam heraus. Eine Seance. Eigentlich suche ich Mr. Swan. Dann sollten Sie weiter nach ihm suchen. Sie sind unhöflich. Ich geselle mich mal hier hin. Ist die magische Zahl. Un, deux, trois. Bitte, bleiben Sie. Alors, die erste Regel bei einer Seance. Wenn wir begonnen haben, verlässt niemand den Kreis. Wir bleiben zusammen. Zu unserer Sicherheit. Gibt es jemanden im Jenseits, mit dem Sie sprechen möchten? Vielleicht mit dem Mann in Ihrem Amulett? Warum wissen Sie das? Eine junge Frau, weit weg von ihrer Heimat England. Sie tragen einen Ehering, doch sie reisen allein. Die
Dieses Amulett ist mehr als Schmuck. Sie will die ganze, er will die ganze Zeit ihre Hand halten. Sie will nicht. Er ist er. Mein Ehemann. Im Krieg. Er rettete 10 Männern das Leben. Bitte lassen wir das. Wie? Das will ich nicht sagen. War sein Name? Sein Name ist Richard. Ich muss gehen. Verlasse. Nein! Sie tun mir weh! Halt! Warum wollen Sie nicht mit mir allein sein? Ihre Fantasie spielt Ihnen einen Streich, Monsieur. Ich dachte nur... Der Detective. Was hat er Ihnen über mich erzählt? Er hat Sie überhaupt nicht erwähnt. Das war gerade echt scheiße unheimlich. Wen haben Sie verloren? Wer war es? Meine Mutter. Sie starb, als ich klein war. Wie war ihr Name? Wissen Sie, wenn dieser Apparat wirklich funktioniert, sollten wir nicht Tesla holen? Monsieur Tesla! Monsieur Nikola Tesla! Wenn Ihr Mörder in diesem Haus ist, wie ist sein Name? Wie ist sein Name? Huch! Oh mein Gott. Es kam von da drin. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich war hier. Ich habe gesehen, wie jemand versucht hat, hier reinzukommen und nach draußen gehuscht ist. Mein Gott, so spannend hier. Oh, mich juckt es aber direkt. Mein Gott, Leute. Laura? So groß ist das Haus doch nicht, Leute. Was ist hier los? Je ne sais pas. Flora! Will nicht jemand mal da runtergehen? Sie sollten zurücktreten. Ich will aber mitgucken. Okay, das sieht echt lustig aus, wie sie hier alle in Reihe und Glied hier die Treppe runtergehen. Da steht sie da. Oh, da ist wieder jemand tot. Donnerwetter. Was ist passiert? Flora. Er lag so da. Ich habe ihn so gefunden, ich weiß nicht. Laudanum. Und ein Brieföffner ist das, glaube ich. Glaube ich. Huch. Er ist tot. Oh mein Gott. Was sind hier die Tür? Wir wissen alle, wer es war. Es war diese gottlose Bestie. Nehmen Sie den Finger weg, bevor ich ihn breche. Ja, er war es nicht, ich war dabei. Gesprochen wie ein Unschuldslamm.
Ach ja, und wo waren Sie? Ich war bei Mr. Swan. Das stimmt, er war bei mir. Wer hätte diesen armen Jungen töten wollen? Ich höre niemanden Ihnen ein Alibi geben. Ich? Ich war bei ihr. Sagen Sie es. Ich, Sagen Sie es. Sie ist nicht gerade erpicht darauf, oder? Tja, vielleicht war es, Miss White. Wehe Ihnen. Ich sage, wir fesseln diese Bestie und warten dann, bis die Polizei kommt und sie für immer in ihren Käfig sperrt. Das reicht! Mr. Edison, ich muss die Todeszeit notieren. Wie spät ist es? Es ist 11.35 Uhr. Mr. Swan. Ja, Sir. Warum sind Sie nass? Ich... Tatsache. Als ich Miss Whites Schrei hörte, dachte ich, es käme von draußen, also ging ich nachsehen. Lüge. Sie sind blind, nicht taub. Ihr Schrei kam eindeutig von unten. Sir, wenn Sie andeuten wollen, dass ich irgendetwas mit... Hören Sie zu! Sie alle. Ich habe mir Ihre Lügen angehört. Einer von Ihnen hält mich zum Narren. Und in seiner Arroganz hat er weiter getötet. Diesen armen jungen Mann! Aber ich schwöre, das bleibt nicht ungestraft. Das bleibt nicht ungestraft! Okay, das war Kapitel 3. Wo wir ihn verfolgt haben. Das ging jetzt wirklich sehr kurz. Ja, sie brauchen wir ja jetzt wirklich, brauchen wir sie ja überhaupt nicht verfolgen, weil sie war ja die ganze Zeit bei ihm. Ne, also das macht ja gar keinen Sinn. Er allerdings, hier, den würde ich schon ganz gerne sehen, aber das hat sich wahrscheinlich erledigt, wenn wir sowieso ihn verfolgen hier. So, dann würde ich nämlich hier ansetzen und dann gleich hier auch weiter anfangen. Aber ich mache jetzt erstmal Schluss, weil ich habe nur noch 2 Minuten, das lohnt sich jetzt nicht. Deswegen sage ich jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.